Einen Tag nach dem Turnier in Ilsenburg fand das traditionelle Treffen der SCM-Fanclubs mit der Mannschaft an der Sportgaststätte Seilerwiesen im Stadtpark statt. Rund 180 SCM-Fans kamen, um ihre Handballer zu sehen. SCM-Fanbetreuerin Gabi Blume eröffnete zusammen mit Steffen Stiebler und der Mannschaft den Abend. Wir wünschen uns, denke ich, alle eine interessante Saison mit vielen Highlights, vielen Freuden, auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so gut für uns endet. Wir siegen zusammen, wir verlieren zusammen und wir stehen immer zusammen wieder auf. Von meiner Seite in der Gluthitze Magdeburg, das ist ja Wahnsinn, was hier momentan abgeht. Also wir waren ja am Wochenende in Ilsenburg und viele von euch ja auch. Das war schon sehr, sehr schweißtreibend. Also ich habe gedacht teilweise, dass ich mitspiele. Ich brauchte 3 T-Shirts, obwohl ich mich überhaupt nicht bewegt habe. Aber die Jungs haben sich dafür umso mehr bewegt und haben das Turnier endlich mal wieder gewonnen. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wirklich schönen Abend. Schnappt euch die Spieler, fragt sie aus. Ja, und jetzt wird der Gehe noch einiges sagen zum Stand der Vorbereitung. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, hallo. Es freut mich sehr, also hier zu sein, und natürlich freuen wir uns alle, euch zu sehen. Einfach weil, ich sage das immer euch noch, ist das eigentlich unmöglich. Und so einfach ist das. Wie Vorbereitung läuft. Natürlich sind wir zufrieden mit Turnieringgästen, dass wir haben diese 3 Spiele gewonnen. Ich fand das also gut. Die Spieler haben das gut gemacht, fand ich. So am meisten. So wie immer, dann gibt es Tiefe und Höhe. Und am meisten war da so in die Höhe gegangen. Und ich glaube, dass wir haben das einfach verdient zu gewinnen. Auch Kapitän Fabian van Olfen griff zum Mikrofon. Ja, wir haben Spaß zusammen, ist sehr wichtig, wir trainieren hart zusammen und freuen uns, wenn es dann auch endlich losgeht. Ja, Vorbereitung ist immer, ja, muss mal ehrlich sein, nicht das Schönste von der ganzen Saison, aber das gehört nun mal dazu und ja, das ist jetzt fast zu Ende. Am Wochenende ja, geht es dann los und unser erster Schritt hoffentlich nach Hamburg. Die Neuzugänge Michael Damgaard und Zielko Musa wurden von den SCM-Fans mit Geschenken herzlich begrüßt. Finn Lemke konnte wegen einer Erkrankung nicht dabei sein. Ja, das ist ein wirklich schöner Abend und das ist gut und die Mannschaft denkt, dass das ist wirklich eine gute Idee, so schönen Abend. Auch dem Geburtstagskind Vincent Sohmann wurde von den Fans gratuliert. Bei tropischen Temperaturen wurde der Saisonauftakt mit persönlichen Gesprächen zwischen Fans und Spielern sowie zahlreich erfüllten Autogrammwünschen gebührend gefeiert.